Die Themen heute in Abenteuerforschung. Die aufregenden Bilder aus dem Weltall, wie die Astronomen in die Vergangenheit blicken können. Der Vorstoß zu neuen Dimensionen. Was man von der Erde aus im Universum entdecken kann und wie sich die Sternenwelt aus dem Weltraum zeigt. Astronomie am Ende, welche Schwierigkeiten es bereitet, den Nachthimmel zu erforschen. Der Sternenhimmel in einer Zeitrafferaufnahme. In einer klaren Nacht lässt uns die ganze funkelnde Pracht der Sterne etwas von der Unendlichkeit des Alls erahnen. Es gibt nicht nur die ca. 2000 Sterne am Himmel, die wir mit bloßem Auge sehen, sondern in der Tiefe des Alls verbirgt sich mehr, als wir uns vorstellen können. Die Lichtpunkte am Himmel weisen auf Geheimnisse hin, die seit Jahrtausenden Astronomen zu enträtseln versuchen. Heute gelingt es mit Hilfe der Technik, mehr zu erfahren aus den Tiefen des Universums. Die Lichtpunkte entpuppen sich als fein strukturierte Nebel mit Ausdehnungen, die unser Planetensystem auf Staubkorngröße schrumpfen lassen. Die Bilder dokumentieren das Entstehen und Vergehen von Sternen, von ganzen Galaxien und die gewaltigen Energie- und Gasausbrüche bei diesen Vorgängen. Diese Beobachtungen und die Auswertung von Messergebnissen haben die Wissenschaftler dazu gebracht, sich ihr Bild von den Vorgängen im Universum zu entwerfen. Exotische Objekte wie Pulsare sind Bestandteile dieses Bildes. Schwarze Löcher, die Sterne durch ihre Anziehungskraft verschlingen, rote Riesen und vieles mehr, das sind nur einige Vorstellungen, die die Forscher über die Vorgänge im All entwickelt haben. Die menschliche Fantasie allein hätte nie diese Vielfalt an Objekten und Vorgängen im All erfinden können. Aus dem anfangs nur staunenden Betrachten des Sternenhimmels haben sich heute komplizierte Theorien und Vorstellungen entwickelt. Aufregende Dinge geschehen in der Tiefe des Weltalls, über die wir nur wenig wissen. Ja, das ist schon ein faszinierender Anblick, das Universum, der Sternenhimmel über uns. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit dem bloßen Auge sind allerdings am Sternenhimmel nur Lichterpunkte zu erkennen. Allenfalls der Mond, der liefert für unser Auge eine Struktur. Aber es gibt ja Teleskope und Fernrohre. Und mit diesen technischen Hilfsmitteln kann man tief in das Universum hineinschauen und dort Strukturen entdecken. Dabei gibt es aber eine Schwierigkeit, die ahnen Sie schon, wenn ich Ihnen mal den Sternenhimmel hier durch diese
Kerze zeige. Sie sehen, da wabern die Lichtpunkte, die Abbildung wird unscharf. Und genau solche Schwierigkeiten haben wir ja mit Teleskopen, wenn wir von der Erde aus den Sternenhimmel betrachten. Die Atmosphäre, die Luftturbulenzen, die verschlechtern die Abbildung. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal hinauszugehen mit dem Teleskop in das Weltall über die Atmosphäre oder versuchen mit Hilfe von technischen Tricks diese Turbulenzen, die wir hier auf der Erde sehen, irgendwie auszugleichen. Beide Möglichkeiten sind realisiert und wie die aussehen, das zeigen wir Ihnen jetzt. So sehen die Observatorien der Astronomen aus, die den tiefen Blick in das Universum erlauben. Jede klare Nacht wird dazu genutzt. Das ist eine ziemlich unbequeme Art, Aufnahmen vom Sternenhimmel zu machen. Der Fotograf liegt in der Teleskopkanzel und wechselt dort die Fotoplatten für die Aufnahmen. Dabei fährt er mit dem Teleskop mit. Allerdings hat sich die Technik auch hier entscheidend weiterentwickelt. So gibt es inzwischen neben neuen und verbesserten Teleskopen am Boden Weltraumteleskope in einer Umlaufbahn um die Erde, wie hier das Hubble-Teleskop. Jedes Teleskop ist auf eine ganz bestimmte Aufgabe spezialisiert. Diese Fotos wurden über einen längeren Zeitraum aufgenommen und zeigen die Schockwellen einer Sternexplosion. Lässt man sie schnell hintereinander ablaufen, sieht man die Bewegung der Wellenausbreitung. So lernt man den Verlauf einer gewaltigen Sternexplosion von 1987 und die Folgen besser verstehen. Einzelheiten der Schockwellen lassen sich bis ins Detail im Verlauf der Zeit untersuchen. Farben helfen, Feinheiten besser zu erkennen. Es gibt verschiedene Wege, zu solchen Farbaufnahmen zu kommen. Zunächst lieferte die Schwarz-Weiß-Fotografie die Informationen über die Strukturen im Weltall. Heute hat die Elektronik den Film weitgehend abgelöst. Um zum Farbbild zu kommen, wird hier dasselbe Objekt in Schwarz-Weiß aufgenommen, jeweils durch verschiedene Farbfilter. Einmal in Grün, dann in Blau und schließlich in Rot aufgenommen, kann man die drei Farbinformationen zu einem bunten Bild zusammensetzen. Auf diese Weise kommt man auch zu einer genaueren Analyse der Objekte. Hier der Helixnebel, die Spuren einer Sternexplosion vor langer Zeit. In den Observatorien wurde im Laufe der Jahrzehnte eine gewaltige Zahl von Aufnahmen gemacht. Diese alten Schwarz-Weiß-Bilder sind nicht überholt. Sie sind wertvoll für den Vergleich mit den aktuellen Beobachtungen. Und noch etwas ist wichtig. Zeigen die Aufnahmen nur einen weißen Fleck, so können mit Hilfe neuer Computertechniken heute immer mehr Einzelheiten sichtbar gemacht werden. Riesige Galaxien kommen zum Vorschein. Durch weitere Bearbeitung der Bilder wird deren Form noch deutlicher. Die Analyse der Aufnahmen von dieser Antennengalaxie zeigt, dass es sich hier eigentlich um zwei Galaxien handelt, die sich durchdrungen haben. Wie das geschehen ist, lässt sich mit Hilfe einer Computersimulation rückwärts bis zur Ausgangslage verfolgen. Von diesen dramatischen Abläufen ahnen wir beim Anblick des Sternenhimmels kaum etwas.
Doch mit Hilfe der Technik können wir heute auch noch Objekte in der unvorstellbaren Entfernung von Milliarden von Lichtjahren exakt beobachten. Einzelne Lichtteilchen der schwach leuchtenden Objekte werden dazu auf elektronischen Chips gesammelt. Computer spielen dabei eine immer größere Rolle. Sie erstellen aus den Beobachtungsdaten die Bilder. Diese Galaxie, durch das Luftflimmern nur verschwommen zu erkennen, wird heute mit Hilfe des Computers schärfer abgebildet. Mit der modernen Technik lassen sich so die Galaxien detaillierter erforschen. Wichtig für die Beobachtung ist selbstverständlich auch der Standort des Observatoriums. Klare, saubere Luft, möglichst wenig Wolkenbedeckung in den Nächten, keine störenden Lichter. Solche Orte gibt es nur noch wenige auf der Erde. Einer davon liegt in Chile, in 2500 Metern Höhe, im Süden der Atacama-Wüste, La Silla. Hier befinden sich unter anderem auch die Teleskope der ESO, der Organisation der Europäischen Südsternwarte. Sie gehören zu den modernsten und es gibt da eine Besonderheit. Die Observatorien sind direkt über Satellit mit dem Hauptsitz in Garching bei München verbunden. Wenn am Morgen in Garching die Arbeit beginnt, ist es in La Silla noch Nacht. Die Astronomen können von Garching aus ihre Beobachtungen machen. Alle wichtigen Daten für die Beobachtung werden angezeigt und können von hier aus auch eingestellt werden. Diese Informationen gehen von Garching über Satellit nach La Silla und von da zurück kommen die Daten der Teleskope direkt zu den Computern und auf die Monitore. Hier war gerade die Supernova 1987a, eine gewaltige Sternexplosion, unter Beobachtung. Alle Daten stehen in Garching und in La Silla zur Verfügung. Und im Prinzip könnte jeder Astronom sich über die entsprechenden Datenleitungen die Beobachtungen abrufen und seine Arbeit an seiner Heimatuniversität durchführen. Die Aufnahmen sind ständig von den Datenträgern auslesbar. Die erdgebundene Beobachtung von Sternen hat einen Nachteil: die Turbulenzen in der Atmosphäre. Selbst von hohen Bergen aus betrachtet, flimmert ein Stern. Ein Traum der Astronomen ist es deshalb, der Atmosphäre mit ihren störenden Einflüssen zu entkommen, Sterne zum Beispiel flimmerfrei beobachten zu können. Eine Möglichkeit dazu bietet die Europäische Südsternwarte in La Silla. Mit einer besonderen Technik kann man hier von der Erde aus dieses störende Luftgeflimmere überlisten. Am 3,6 Meter Teleskop hat man eine elektronisch gesteuerte Korrektureinrichtung angebracht. Das Licht von den Sternen fällt auf den Hauptspiegel des Teleskops, trifft im Brennpunkt auf den zweiten Spiegel und gelangt schließlich auf die Bildebene. Ohne Störung entsteht ein scharfes Bild. Durch die Bewegungen in der Atmosphäre jedoch hüpft der Lichtstrahl hin und her, das Bild wird unscharf. Jetzt aber korrigieren schnelle Spiegelbewegungen das störende Herumhüpfen. Das Flimmern der Lichtstrahlen wird ausgeglichen, ein scharfes Bild mit Detailstrukturen entsteht. Das ist das unkorrigierte Bild von einem Stern. Mit der neuen Technik korrigiert, entpuppt er sich als Doppelstern. Mit all der modernen Technik kann man nun unglaublich weit ins All hinaussehen. Der nächste Stern in einer Dreiergruppe, Proxima Centauri, ist 4,3 Lichtjahre entfernt. Das Licht von ihm zu uns ist also 4 Jahre und gut 3,5 Monate unterwegs. Lichtjahre entfernt, die große Magellanische Wolke, Begleiter unserer Milchstraße. Ein Bild übrigens aus der Vergangenheit. So sieht sie nicht heute, sondern so sah sie vor 170.000 Jahren aus. Fünf
15 Millionen Jahre brauchte das Licht von dieser Galaxie zu uns. Und das heißt, das Bild ist 15 Millionen Jahre alt. Wie mag die Galaxie heute aussehen? Hundert Millionen Lichtjahre entfernt ist diese Galaxie. Ein Bild aus fernen Zeiten. Das Teleskop wird so zu einer Zeitmaschine, zu einer Sonde in die Vergangenheit. Und es geht noch weiter zurück. Dieser kleine rote Fleck ist die entfernteste Galaxie, die jemals gesichtet wurde. Nur Quasare sind weiter entfernt. Wir blicken schon beinahe bis zum Urknall, zum Ursprung des Kosmos. Warum wir mit immer tieferer Sicht in das Universum auch immer weiter in die Vergangenheit blicken können, liegt einfach daran, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Nichts ist schneller als das Licht. Und so brauchen die Lichtpakete von der Sonne, ehe sie die Erde erreichen, so 8 Minuten. Und wir merken also 8 Minuten später, wenn zum Beispiel die Sonne schon längst explodiert ist. Nun gibt es Objekte, die sind weitaus tiefer im Universum angesiedelt. Sie sind Lichtjahre entfernt und dementsprechend lange benötigt auch das Licht, um zu uns zu gelangen. Nun, nach einer gängigen Theorie ist ja das Universum mit dem Urknall entstanden, so vor 15 Milliarden Jahren. Seitdem dehnt es sich immer weiter aus. Und wenn man also tief in das Universum hineinschauen kann, dann kann man dichter an diese Entstehungszeit auch hinkommen. So 11 Milliarden Jahre, so schätzt man, das ist die tiefste Sicht, die man im Augenblick erreichen kann. Nun, das Weltraumteleskop Hubble liefert solche Aufnahmen und dieses Teleskop gibt uns auch noch andere Einblicke in das Geschehen des Universums und das schauen wir uns jetzt an. Das Hubble-Weltraumteleskop in einer Umlaufbahn von 600 Kilometern um die Erde ist außerhalb der Atmosphäre und seine Aufnahmen werden nicht durch Luftflimmern gestört. Es liefert daher schärfere Bilder als Teleskope am Boden, auch ohne Korrekturmaßnahmen. Das ist die Supernova 1987. Diese Sternexplosion überstrahlte für einige Zeit alles in ihrer Umgebung. Die Aufnahme vom Hubble-Teleskop zeigt detailliert den ringförmigen Gasnebel und die konzentrischen Lichtkreise, die nach der Explosion durch den Raum rasen. Das Hubble-Teleskop brachte auch Überraschungen. So entpuppten sich verschwommene helle Flecken auf Bildern vom Boden aufgenommen als einzelne Sterne. Dadurch konnte man auch Cepheiden genau erfassen. Cepheiden sind Sterne mit ganz bestimmten Helligkeitsschwankungen. Daraus lässt sich ihre Entfernung bestimmen. Das ist die Voraussetzung, um überhaupt das Alter des Kosmos berechnen zu können. Die Überraschung? Er ist jünger als vorher angenommen. Die Schätzung ca. 15 Milliarden Jahre. Das ist ein Bild von der Galaxie Centaurus A vom Boden aufgenommen. Mit Hilfe vom Hubble-Teleskop kann man schrittweise Ausschnitte vergrößern, mehr Details und sogar den Kern noch erkennen. Aufgrund dieser Daten nimmt man an, dass es im Kern ein schwarzes Loch gibt, umgeben von einer Staubscheibe. Diese wiederum ist eingebettet in eine weitere Staubscheibe. Der Trick zeigt die Situation. Das schwarze Loch treibt außerdem einen Gasjet nach außen. Die zwei Staub- und Gasscheiben lassen vermuten, dass Centaurus A durch die Kollision von zwei Galaxien entstanden ist, wie es hier die Computersimulation veranschaulicht. Auch diese Gaswolken mit einem Gürtel sind die Interpretation von Hubble-Bildern. Sie sind das Ergebnis von komplizierten Vorgängen. Sie beginnen damit, dass ein roter Riese seinen Begleiter allmählich verschluckt.
Der wiederum bringt im Innern das Ganze zu schneller Rotation. Es entsteht dieses Gebilde, das nun nach beiden Seiten Gas abgibt, die ballonförmigen Wolken. Hier in der Mitte zwei Sterne, die nach beiden Seiten superschnelle Gasjets ausstoßen. Ein alter, explodierter Stern, umgeben von Schalen aus Staub und Glas. Die innere grüne Schale besteht aus Gas. Die verschiedenfarbigen Bereiche sind Gasjets zu verschiedenen Zeiten ausgetrieben. Und hier zwei Galaxien, blau dargestellt in Kollision. Die roten Ringe stellen Schockwellen dar. Ein weiterer Kandidat für ein schwarzes Loch, der kosmische Donut, eine Zusammenballung von Gas. Im Zentrum das schwarze Loch. Im Sternbild Pegasus entdeckte Hubble einen Quasar. Das sind die für uns entferntesten Objekte, die wir bis jetzt gesehen haben. Davor befindet sich eine Galaxie. Ihre Gravitationswirkung lenkt das Licht des Quasars um. Durch diesen Linseneffekt sehen wir diese Spiegelung, das sogenannte Einsteinkreuz. Das ist der Helixnebel, der Überrest eines Sterns nach seiner Explosion. Die Computersimulation zeigt, wie man sich den Ablauf vorstellt. Mehrfach stößt der Stern Materie ab, dann explodiert er. Der Kern fällt in sich zusammen, wird zum weißen Zwerg, während die Explosionswelle Gas und Staub weiter hinaustreibt. Unsere Sonne wird dasselbe Schicksal erleiden. Mit dem Hubble-Teleskop lässt sich die Front der Schockwelle der Explosion vergrößern. Man sieht deutlich die Strömungsrichtung. Materie liegt wie Brocken in einem Strom. Die Farbgebung zeigt die Details besser. Im Innenbereich sind die Brocken schon freigeblasen. Diese Schockwelle bewegt sich noch immer. Unsere Sonne wird, wie gesagt, ähnlich enden, allerdings erst in 5 Milliarden Jahren. So erhalten wir durch die Blicke in die Tiefe des Universums auch Einsichten darüber, über den Lebenszyklus von Sternen zum Beispiel. Unsere Sonne ist ja auch ein Stern, auch sie wird nicht in alle Ewigkeit ihre Energie freisetzen. Irgendwann wird dieser Prozess aufhören, sie wird sich dann aufblähen zu einem roten Riesen, alles im Planetensystem verbrennen und dann schließlich zusammenfallen zu einem weißen Zwerg. Das allerdings passiert erst so ungefähr in 5 Milliarden Jahren. Und der Ehrgeiz der Astronomen ist es ja, auch von der Erde Bilder vom Universum zu erhalten, die in der Qualität vergleichbar sind mit denen vom Weltraumteleskop Hubble. Da gibt es neben der Schwierigkeit der Turbulenzen in der Atmosphäre auch noch andere Schwierigkeiten. Die Spiegel haben ja auch ein Eigengewicht. Und wenn die dann verstellt werden, dann verkrümmen sich die Spiegel. Das ist so ähnlich wie hier bei dieser Aluminiumfolie. Sie sehen, die kann ich so verändern. Und erst wenn ich es korrigiere, dann sehen Sie diesen roten Kreis, dann kann ich also ein Bild erhalten. Nun, mit einem solchen technischen Trick versucht man in Chile, in Paranal, ein modernes Observatorium aufzubauen. Man versucht, so gute Bilder zu erhalten, wie sie Hubble im Weltall macht. Und wie diese Projektionen aussehen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Paranal in der Atacama-Wüste. Hier wird das neue Observatorium der Europäischen Südsternwarte gebaut. Es ist eines der größten und modernsten der Welt. Bis 2001 soll es fertiggestellt und in Betrieb sein. 4 Teleskope mit Spiegeln, jeweils aus einem Stück. Die Spiegel werden in Deutschland gegossen und haben einen Durchmesser von 8,20 Meter.
Gewicht 23,5 Tonnen. Nach dem Abkühlen werden sie in Frankreich auf unglaubliche 20 Millionstel Millimeter genau fein poliert. Das dauert über 2 Jahre. Und dann der Transport nach Chile. Der erste Spiegel bei der letzten Etappe auf dem langen Weg von Europa nach Chile in die Atacama-Wüste und auf den Berg Paranal. Eine schwierige Aufgabe. An manchen Stellen mussten die Straßen sogar während der Fahrt noch ausgebessert werden. Nicht nur die fast immer wolkenlose Wüste hat die Astronomen diesen Standort wählen lassen. Auf der Südhalbkugel eröffnet sich auch ein anderer Blick auf den Sternenhimmel als von Europa aus. Die übrigen Gebäude sind bei der Ankunft des ersten Spiegels noch im Bau. Die ganze Anlage soll in Stufen in Betrieb genommen werden. Mit großer Sorgfalt wird der Spiegel in seine Halterung montiert. Auffällig sind die 150 Stützpunkte auf der Unterseite. Sie sind der Schlüssel zu einer technischen Raffinesse dieses modernen Spiegels. Die Elemente liegen später auf beweglichen Hydraulikstützen. Im Trick kann man ihre Lage genau erkennen. Der mächtige Spiegel wird so nur auf diesen 150 Punkten gestützt. Diese Elemente erfüllen einen besonderen Zweck. Jede Stütze ist einzeln zu bewegen und wird vom Computer direkt angesteuert und geregelt. Die Stützen haben, wie im Trick dargestellt, die Aufgabe, die Spiegelfläche in die optimale Lage zu drücken. Denn der Spiegel in Schräglage verbiegt sich unter dem Eigengewicht. Der Brennpunkt verschiebt sich dadurch, das Bild wird unscharf. Die einzeln beweglichen Stützen können die Spiegelkrümmung korrigieren. Eine fantastische Verbesserung der optischen Qualität des Spiegels. Die Technik dieses aktiven Spiegels wird hier nicht zum ersten Mal angewendet. Schon in La Silla bewies er seine Vorteile. Das Bild eines Kugelhaufensterns zeigt nur geringe Auflösung ohne diese Spiegelkorrektur. Mit ihr werden einzelne Sterne erkennbar und durch eine Computerbearbeitung wird das Bild dann noch schärfer. Eine andere Beeinträchtigung des Bildes liegt darin, wie schon gesehen, dass das Licht von den Sternen auf seinem Weg durch die Turbulenzen in der Atmosphäre abgelenkt wird. Um diese Störung auszugleichen, benutzt man eine raffinierte Methode, den adaptiven Spiegel. Der wird zum Ausgleich computergesteuert hin und her bewegt. Ohne diese Korrektur zappelt der Lichtstrahl. Es gibt kein scharfes Bild. Mit dieser Einrichtung wird der Lichtstrahl fixiert. Das Bild wird gestochen scharf. Es gibt jetzt kaum mehr einen Unterschied zu einer Aufnahme durch ein Weltraumteleskop. Das heißt, man kann jetzt mit den erdgebundenen Teleskopen prinzipiell ebenso tief wie mit Hubble ins Weltall schauen. Erste Bilder, der Vierecksnebel. Trotz der Entfernung werden viele Details sichtbar. Dies ein eigenartig geformter Nebel. In der Mitte eine linsenförmige Galaxie, ringförmig umschlossen von Sternen, Gas und Staub. Dank der modernen Technik sind Einzelheiten erkennbar wie nie zuvor. Und dies eine Spiralgalaxie,
ähnlich unserer Milchstraße, aber mit 200.000 Lichtjahre Durchmesser doppelt so groß. Und noch eine technische Raffinesse gibt es. Um die Aufnahme noch weiter zu verbessern, sollen die Teleskope zusammengeschaltet werden. Die Wirkung ist dann so, als ob es nun einen einzigen Riesenspiegel gäbe. Die vier Teleskope zusammen erzeugen dann gemeinsam ein Bild von großer Auflösung und Schärfe. In der Radioastronomie wendet man dieses Verfahren schon seit langem mit großem Erfolg an. Die einzelnen Radioteleskope werden zusammengeschaltet. Das heißt, Richtung und Zeit der Beobachtung aufs Genaueste aufeinander abgestimmt. Bekannt dafür ist der großflächige Very Large Array in Neumexiko, USA. Insgesamt 27 solche Antennen können hier zusammengeschaltet werden. Es ist eine der größten astronomischen Anlagen auf der Welt. Insgesamt drei Gruppen von 9 Antennen können zu einem Y zusammengestellt werden. Jeder Schenkel dieses Y hat eine Länge von 600 Metern. Dadurch wird eine Auflösung erreicht, die der Leistung einer gigantischen Parabolantenne mit einem Durchmesser von 1200 Metern entspricht. Ein solcher technischer Kunstgriff liefert erstaunliche Ergebnisse. Entfernungen wie bei diesem Quasar sind für die Radioastronomie damit kein Problem. Dieser ist noch weiter entfernt. Damit kommt man schon in die Nähe des Ursprungs unseres Kosmos. Mit dieser Technik wird man auch im optischen Bereich in Chile ebenso weit in die Tiefe des Alls schauen können. Mit dem Zusammenschluss wird gleichsam durch jedes Teleskop die Leistung gesteigert. Mit jedem dazugeschalteten Teleskop erkennt man mehr. Und vor allem weit entfernte, lichtschwache Objekte werden herangeholt und in großer Auflösung abgebildet. 2001 wird diese Technik in Funktion sein. Dann gehört dieses Observatorium der Europäischen Südsternwarte zu den stärksten der Welt, weit ab in 2635 Metern Höhe in der Atacama-Wüste. Astronomie ist heute eine Sache der Hightech und nicht mehr der stillen Romantik. In vergangenen Jahrhunderten waren die Astronomen schon stolz darauf, den Mond näher betrachten zu können. Diese beschauliche Form der Beobachtung ist heute nur noch Sache von einigen Amateuren. Wenn man ein Teleskop aus Paranal auf den Mond richtet, dann erreicht man eine Auflösung von 100 Meter. Schaltet man alle vier Teleskope zusammen, dann verbessert sich das Auflösevermögen auf 2 Meter und dann ist prinzipiell zumindest auch das Mondauto zu entdecken. Aber Astronomen sind selbstverständlich nicht am Mond interessiert. Sie richten ihre Aufmerksamkeit auf tiefer im Universum liegende Objekte. Aber der Mond könnte in der Zukunft der Astronomie eine Rolle spielen. Denn wenn man mal aus einer Großstadt in den Nachthimmel schaut, dann sehen Sie, gibt es viele Streulichter und das stört selbstverständlich die Astronomen. Außerdem haben wir hier auf der Erde einen immer größer werdenden Funkverkehr und die Radiowellenastronomie ist dadurch gefährdet. Diese Licht- und Radiowellenverschmutzung bereitet den Astronomen immer mehr Kopfzerbrechen. Und da kommt plötzlich der Mond ins Spiel. Auf welche Weise, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Erde scheint weit und groß und der Mensch winzig und unsichtbar. Aber in der Nacht sieht man aus dem Weltall, wie dicht besiedelt die Erde ist. Die Ballungsgebiete sind überall durch den Lichterschein leicht zu erkennen. New York zum Beispiel, eine Stadt, in der die Nacht zum Tag gemacht wird. Die Städte sind in der Nacht in ein Lichtermeer getaucht.
Das gilt für jede Weltstadt, gleichgültig, wo sie liegt. Es könnte Hongkong ebenso gut wie Tokio sein. Mit der Elektrizität lebt es sich intensiver. Der natürliche Rhythmus von Tag und Nacht scheint durchbrochen. Zum bloßen Vergnügen werden zum Beispiel Laser in den Nachthimmel gestrahlt. Wir veranstalten jede Nacht rund um den Globus ein wahres Lichtspektakel. Und die natürlich leuchtenden Himmelskörper verschwinden nahezu unbeachtet in einem Lichtermeer. Kein Wunder, dass es kaum mehr Orte auf der Erde gibt, wo es noch wirklich stockdunkle Nacht wird. Der Himmel ist durch den Widerschein der nächtlichen Lichterflut aufgehellt, die Sterne oft kaum mehr sichtbar. Vom Space Shuttle aus bietet sich ein überraschender Anblick. Jedes Mal, wenn die Astronauten über die Nachtseite der Erde schweben, können sie dieses Schauspiel genießen. Hier über dem Mittelmeer, Sizilien und die Stiefelspitze von Italien, hell erleuchtet. Das Nildelta und Kairo, rechts oben Tel Aviv am Meeresstrand. Links oben Chicago, in der Mitte Atlanta, rechts die Ostküste und schließlich Florida. Ein Blick auf ganz Europa, ein einziges Lichtermeer. Die neuen Teleskope sind technisch in der Lage, unglaublich weit ins Weltall hinauszusehen. Aber für sie droht von dort eine weitere Gefahr. Immer mehr Satelliten umkreisen auch auf niedrigen Bahnen die Erde. Mit ihren glänzenden Oberflächen wirken sie wie schnellziehende Sterne am Himmel und stören so die Aufnahmen der Teleskope oder machen sie ganz unmöglich. Und die Bedingungen werden noch schlechter. Wir stehen erst am Anfang einer totalen Satellitenkommunikation für Fernsehen und Datenverkehr, Navigation und Erdbeobachtung. Schon heute ziehen Tausende von Satelliten zusammen mit Weltraumschrott ihre Bahn um die Erde und verstellen so den Astronomen den Blick in das Weltall. Da überall auf der Erde Funk, Fernsehen und Telefon empfangen werden sollen, wird sie zunehmend mit Funksignalen überdeckt. Im mobilen Telefonbereich hat der massive Ausbau schon begonnen. Jeder Mann soll jederzeit telefonieren können. Und das hat Folgen. Bei diesem System Iridium stellen über 60 Satelliten einen rund um den Globus Telefonservice sicher. Früher gab es nur wenige Kommunikationssatelliten. Für diesen neuen, allgegenwärtigen Service jedoch werden immer mehr Frequenzen benötigt. Und es besteht die Gefahr, dass auch die Frequenzen benutzt werden, die bis jetzt für die Radioastronomie reserviert waren. So wird die Erde ständig von einer Flut von Funkwellen umgeben sein. Die für die Radioastronomen gelassenen Lücken im Frequenzspektrum werden dadurch überdeckt. Thank you.
Gleichgültig, wo sie stehen, die Radioteleskope werden mit diesem Wellensalat überflutet werden. Und so wird der Empfang von Radiosignalen aus dem Weltall bald empfindlich gestört sein, fürchten die Astronomen. Ganz bestimmte Frequenzen bringen uns bevorzugt die Botschaft aus dem All. So sieht die Milchstraße, unsere Galaxie, im Bild der Radiostrahlung aus. Wichtige Erkenntnisse konnten so gewonnen werden. Es scheint für die Radioastronomen kein Entrinnen aus diesem Dilemma zu geben. Die weltumfassenden Kommunikationsdienste lassen sich nicht aufhalten. So denken einige Forscher an Flucht, an den Aufbruch in das Weltall. Der Mond könnte eine Lösung bieten. Ungestört durch Lichtverschmutzung und vom Funkwellensalat von der Erde könnte man, so der Vorschlag, auf der Rückseite des Mondes Observatorien einrichten. Da es auf dem Mond keine Atmosphäre gibt, könnte man dort auch alle anderen Teleskope und Empfangsanlagen aufbauen, die heute als Satelliten auf einer Umlaufbahn um die Erde kreisen. Die Bilder würden über Funkstrecken die Erde erreichen und dort ausgewertet werden. Bis es soweit ist, wird noch einige Zeit vergehen, denn diese Projekte sind teuer und zudem technisch nur sehr schwer zu realisieren. Sie sehen aber ein Beispiel dafür, wie ein technischer Fortschritt, die Verbesserung der erdgebundenen Teleskope, durch einen anderen technischen Fortschritt zunichte gemacht wird. Ein ganz neues Abenteuer in der Forschung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal dann. Guten Abend.